Die Eigenschaft, was natürlich auch äußerst gut zu meiner Klasse passt. Dann zu meiner Gliederung. Erst werde ich ein bisschen was über die Inspiration sagen, dann zur Ideenfindung, dann zum Arbeitsprozess und den einzelnen Elementen in der Landschaft und dann die Zusammenfassung der Effekte. Erstmal Inspiration von Marcel und Jean, haben viele auch schon drüber geredet, einfach die Schachtel im Kopf haben, dass man was kompaktes hat, was man zusammenpacken kann und wo man auch mehrere Sachen rausziehen kann oder in noch viel mehr drin stecken. Außerdem hat mich ein gewisser Gründer sehr inspiriert, sein Name war Arame. Auf ihn werde ich später nochmal genauer eingehen, weil er auch ein wichtiger Teil meiner Schacht ist. Zudem hat mich Donald Trump inspiriert, großartiger Politiker, werde ich auch später noch eingehen. Das ist auch in meiner Schacht. Da sind John Cena, auch wenn ich ihn nie wirklich sehe. Habe ich immer seine Anwesenheit gespürt, was mich in meinem Leben sehr interessiert. Zunächst wollte ich halt so was machen, was man ein bisschen weiter auseinander klappen kann. Dass ich dann halt so Bilder in die Gegend suchen kann. Ist mir aber auch gefallen, dass ich das schwer umsetzen kann. Dass es auch alles nicht so stabil wird. Deswegen habe ich mich ja für so eine geschlossene Form entschieden, wo ich auch hier schon geplant habe, dass ich links Bilder zum Rausziehen machen werde. Dann habe ich den Deckel geplant, den nochmal vergrößert. Ich bin mein Pastor, für den Standortelement, für den Magnetverschluss. Dann habe ich hier nochmal das Instrument gemacht, wo schon alles feststand, im Haus zu meinen Bildern, mit dem Pfeil und dem Fach darunter, mit der Schaffel weg, wo ich meinen Namen. Ja, das war dann die Hälfte. Dann zum Arbeitsprozess. Zur Außengestaltung kann man erstmal sagen, dass hier jetzt eher minderwertig schön aussieht. Gar nicht erst versagen kann, wenn ich es nicht probiere. So aus, ist auch Papier. Das kommt ja auch mehr auf die Innenwerte an. Also wenn wir jetzt auch nicht so schön haben, dann hier auf der Vorderseite, so eine Art Pentagramm, Fünfeck, was auch immer, aufgemacht, dass der Stein, bevor ich halt angefangen habe zu arbeiten, einfach nur irgendwas Komisches gemalt habe. Das habe ich jetzt aber mitgemacht, weil es ein schönes Ding. Amerika, weil ich da in Urlaub war. Als nächstes,
unterstützt. Okay. Kartoffeln sind einfach. Natürlich gibt es auch noch Kartoffelsalat, Kartoffelpuffer und einen umgefallenen Sack. Reis. Ganz neu ist Schwamm. Und jetzt bin ich von Trump. Das ist natürlich ein großartiger Politiker, der jetzt auch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Und seine Führungspersönlichkeit hat mich in meinem Leben sehr weit eingebracht. Er reißt sich natürlich ein mit den vielen anderen bedeutenden Politikern, wie zum Beispiel. Dankeschön. Wer immer sein Flammenwerfer dabei hat,
Vortrag sehr geprägt hat. Sind Ihre Bildquellen? Gut. Und dann